Hi und herzlich willkommen zurück bei Trails of Cold Steel. Da sind wir wieder. Und wir haben noch ein einziges orbales Gerät zu versenden. Und zwar die orbale Uhr. Und dafür gehen wir in ein Gebäude, wo wir noch gar nicht drin waren. Und zwar die Trista Radio Station. Und hier sollen wir, glaube ich, noch einen Michel oder so fragen. Mank. Radio Trista wird ein neues Programm heute Abend ausprobieren. Ich kann es kaum erwarten. Worüber könnte es sich wohl handeln? Worum könnte es sich wohl handeln? Mein Herz fängt schon so an zu rasen, wenn ich mir nur all die Möglichkeiten vorstelle. Okay, da ist jemand aber sehr hyped auf das Radio. Willkommen zu Radio Trista, wie kann ich dir helfen? Gibt es hier jemanden namens Michael? Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen geklickt. Ich habe vom Engineering Club hier eine orbale Uhr, die ich ihm unbedingt geben soll. Tatsächlich haben wir einen Michael hier. Lass mich ihn für dich rufen. Du kannst auf dem Sofa da drüben warten, wenn du möchtest. Sorry, dass du warten musstest. Der erinnert mich ein bisschen an Niall. Vielleicht ist das auch gewollt. Du sagst, du hast eine Lieferung vom Engineering Club? Habe ich tatsächlich. Hier ist sie. Wow, er hat das wirklich heil gemacht. Das ist wirklich gute Arbeit, die er geleistet hat. Wir fangen heute Abend eine neue Show an, deswegen war ich schon nervös und wollte unbedingt etwas haben, wo ich die ganze Zeit die Uhr auschecken kann. Aber jetzt wird, denke ich mal, alles gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich anstrengend sein würde. Ja, weißt du? Es startet heute Abend um 9 und wenn die Dinge gut laufen, dann wird Radio Trista wahrscheinlich wesentlich bekannter sein dadurch. Was bedeutet, dass ich einen Schritt näher bin, meinen Traum zu erreichen, als... Ups, tut mir leid. Ich sollte dir jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte hier erzählen. Nein, das ist schon okay. Ich bin der Meinung, dass sehr leidenschaftlich für etwas zu sein, eine sehr gute Sache ist. Sorry, wenn ich übrigens hin und wieder hier noch gehe, ich bin gerade erst aufgestanden. Dieser Job ist quasi mein gesamtes Leben an diesem Punkt. Aber wenn du möchtest, dass ich mich lebendig fühle, dann schalte doch einfach bei der Show heute Abend mal rein. Ha, darauf kannst du wetten. Würde ich zumindest, wenn ich ein orbales Radio hätte. Nun, ich muss wieder zurück. Sieht so aus, als ob unser Soundproduzierer dort schon wartet. Also nicht Produzierer, Soundproducer, ich weiß gar nicht, was das heißt. Auf jeden Fall der sich um die Sounds kümmert. Normalerweise würde ich dir ein bisschen Tee anbieten, aber heute ist wirklich ein sehr überfüllter Tag. Sag George einfach danke, dass er meine Uhr repariert hat, wenn du zurückgehst. Natürlich. Viel Glück mit der Show heute Abend. Okay, das war der letzte Gegenstand. Ich sollte jetzt George das sagen. Ja, jetzt sagen wir das George. Und jetzt waren wir auch, glaube ich, wirklich überall drin. Bis auf die Unterkünfte von den höheren Klassen, wie gesagt, da kriegen wir auch nochmal eine Chance zu. Da haben wir jetzt nicht wirklich irgendwas drin verloren. Aber an allen wichtigen Orten waren wir. Die Musik ist so nice. Hallo George, bin fertig. Oh, sieht so aus, als ob du sie alle ausgeliefert hast. Alle drei. Gut gemacht. Da du jetzt fertig bist, sie auszuliefern, was hast du von den Orten gedacht, an denen du sie geliefert hast? Nun, sie sind alle sehr sonderbar. Beziehungsweise einzigartig. Keiner dieser Orte sind Plätze, wo ich normalerweise hingehe. Ich bin vielleicht schon mal, Ich bin vielleicht schon mal in den Kochraum der Schule gelaufen, aber nicht in den Tierladen oder in die Radiostation. Ja, ich denke, die meisten Studenten würden da nicht hingehen. Gerade der Tiershop ist ziemlich schwer zu finden. Haha, das stimmt. Aber jetzt denke ich, habe ich schon mal eine gute Idee, wo sich so ziemlich alles in Trista befindet. Danke, dank dieser Quest. Es hat sich fast so angefühlt, als hätte diese Anfrage mir mehr genützt als dir. Nun, das ist gut zu hören.
Du hast mit Maike gesprochen, als du bei Radio Trista warst, nicht wahr? Hat er dir irgendwas über die neue Show gesagt, die losgeht? Hat er. Es startet heute um 9, nicht wahr? Haha, ich hatte mir schon gedacht, dass er das erwähnen wird. Sein Enthusiasmus über die Show ist schon fast ansteckend. Was ist mit dir? Möchtest du dir das anhören? Ich würde zwar gerne, aber... Oh, du hast kein orbales Radio. In diesem Fall hier, das gehört dir. Orbales Radio. Warte mal, ernsthaft? Es ist auch das neueste Modell. Das gleiche, was ich auch habe. Du hast mir halt wirklich geholfen, also macht es nur Sinn, dass ich dir das zurückzahle. Bist du sicher? Natürlich. Ich habe es für Nachforschungszwecke gekauft. Aber ich hatte niemals so wirklich die Chance, es zu benutzen. Es wäre eine Verschwendung, wenn es hier einfach nur Staub fängt. Also wäre es schön, wenn jemand es endlich mal zu einem richtigen Nutzen packt. Nun, wenn das der Fall ist, dann vielen Dank. Keine Ursache. Oh ja, ich möchte, dass du dem Rest von Klasse 7 etwas von mir sagst. Oh? Instructor Sarah kam zu mir wegen einer Anfrage letztens. Lange Geschichte, ich fasse mich mal kurz. Sie hat mir die Aufgabe der Wartung all eurer Arcus-Units anvertraut. Ernsthaft? Wie ich gesagt habe, der Engineering Club ist quasi die orbale Fabrik der von Thors. Ja, also ja. Und außerdem bin ich auch ziemlich interessiert an Arcus-Units. Also wenn du irgendetwas, was mit Arcus zu tun hat, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann komm einfach zu mir und ich werde dir helfen. Gut zu wissen. Ein Teil von mir fühlt sich schlecht dabei, dir noch mehr Arbeit aufzuzwingen, aber auf der anderen Seite ist es schön zu hören, dass du dich darum kümmern wirst. Das ist auf jeden Fall ein Kompliment. Achso, ich wollte dich auch fragen. Du kennst Zephys Massen, oder? Du meinst dieser Kram, den Monster manchmal fallen lassen? Zusammen mit dem regulären Zephys? Genau. Ich denke mal, ich brauche dir nicht sagen, wie nützlich normales Zephys schon sein kann. Aber Zephys Massen haben sehr viele Schwächen oder Nachteile, deswegen hat man nie so wirklich denen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber erst kürzlich hat jemand einen Weg gefunden, Zephys von ihnen zu extrahieren. Ist das wirklich so? Oh ja, ist es. Deswegen kaufen viele Shops heutzutage für einen guten Preis dir diese Zephys-Massen ab. Es gibt keinen Grund, sie zu behalten. Also, wenn du irgendetwas findest, dann verkauf's einfach sofort. Ein bisschen zusätzliches Geld hat noch nie jemandem geschadet. Hört sich wie ein guter Deal an für mich. Werde ich tun. Ich denke, jetzt habe ich genug geredet für einen Tag. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, wir können uns gegenseitig in der Zukunft auch noch helfen. Dito, wir werden uns auf dich verlassen. Du kannst jetzt die orbale Factory der Akademie nutzen. Da wissen wir ja auch schon aus Trails in the Sky so in etwa, was das ist, ne? Wir können hier eben Quarz herstellen und das in unsere Arcus-Unit einsetzen. Also neue Quarz herstellen, verbessern und so weiter und so fort. Slots freischalten. Und auch unsere Waffen, ja? Unsere Waffen verbessern geht hier auch. Wenn wir die richtigen Materialien haben. Außerdem kann Zephys Masses jetzt in jedem Shop für Mira eingetauscht werden. Reguläre Zephys kann auch eingetauscht werden, aber du solltest dich erinnern, dass du die brauchst, um Slots freizuschalten und Quarz zu machen. Massen auf der anderen Seite sind komplett nutzlos, also können sie auf jeden Fall für Mira eingetauscht werden. Genau. Also, Customized Weapon können wir hier... Oh, das können wir schon machen. Wir haben schon ein U-Material. Das heißt, wir können eine Waffe schon verbessern. Na, dann verbessern wir die Waffe von Rain. Das ist das Schwert hier. Oh, dass er immer zwei runtergeht. Okay, also Zephys Massen. Oh, wir haben sogar schon 260. Das sind 2600 Mirror for free. Das ist ja nice. Alter. Er geht immer mehrere nach oben. Komm schon, geht auch nur einen nach oben. Danke. Achso, wir haben kein U-Material mehr, stimmt. Aber jetzt können wir hier halt auch hier sagen, Slots freischalten, bitte.
wir schalten einfach mal direkt ein paar frei, ne? Ich meine, das kann ja nicht schaden. Ich sag mal hier, jetzt haben wir 3. Und jetzt schauen wir mal. Poison könnten wir noch regame. Und 1 haben wir noch nicht. Da können wir jetzt einmal ganz gut schauen. Gibt es da eine spezielle Anforderung, was in diesen Slot nur rein darf? Das sieht für mich nach Wasser aus, aber ich weiß nicht, ob da nur Wasser rein kann. Auf jeden Fall hätte ich gerne, dass Green Attack 1 hat. Für mehr Damage, für mehr Nahkampf-Damage. Und das können wir ihm auch geben, wunderbar. Gut, dann ist Green erstmal sehr gut ausgestattet. Also diese Quest war so ein bisschen dafür, das mit der Orbel Factory, also ne, als Tutorial und Einstieg und natürlich auch, um die Stadt ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen die Quest. Oh, das war echt viel Arbeit heute. Ich bin erschöpft. Aber es fühlt sich gut an. Irgendwie fühlt sich an, als hätte ich wirklich was erreicht. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, George hat vielleicht diese Anfrage nur für mich gemacht. Ich denke, ich weiß jetzt mehr über Trista und die Akademie als vorher. Wer ist das? Wenn sie hier rumhängt, dann muss sie auch ein Mitglied des Engineering Clubs sein, richtig? Dieses große Ding da neben ihr war vorher noch nicht da. Was könnte denn das sein? Nun, ist jetzt erstmal egal. Ich muss noch eine andere Anfrage bearbeiten. Ach, ist das wirklich egal? Das dürfte es erstmal sein. Nun, jetzt muss ich es nur noch George sagen. Also kennt sie George doch. Na schön, ist was für einen anderen Tag sozusagen, ja. Ja, damit haben wir 2 von 3 Requests. Und damit fehlt nur noch die Old Schoolhouse Mystery. Dafür müssen wir zum Schulleiter persönlich gehen. Da haben wir mal irgendwo hier unten, glaube ich, sein Büro gesehen, richtig? Ja, hier. Ich spaziere einfach mal rein, okay? Entschuldigung, Schulleiter. Ich bin Reen Schwarzer von Klasse 7. Ah, gut. Ich habe hier auf dich gewartet. Er sieht noch größer aus, wenn man direkt vor ihm steht, als bei der Einführungszeremonie. Er muss was groß sein? 2 Meter? Tova hat mir gesagt, dass du die Anfrage angenommen hast. Vielen Dank, dass du dir von deiner freien Zeit etwas nimmst, um mir zu helfen. Das ist kein Problem, Sir. Also, du suchst nach jemandem, der das Untergrundgebiet unter dem alten Schulhaus untersucht, nicht wahr? Richtig. Und ich könnte keinen besseren Mann gefunden haben, wenn man bedenkt, dass ihr dort schon mal unten wart mit eurer Klasse. Ach übrigens, Sarah war diejenige, die unbedingt diese Falltür benutzen wollte, nicht ich. Ich hätte sie wahrscheinlich versuchen sollen zu stoppen. Naja, nimm meine Entschuldigung vielleicht trotzdem an. Oh nein, das ist schon in Ordnung, Sir. Du hast keinen Grund, dich zu entschuldigen. Ich hatte mir schon gedacht, dass sowieso sie dahinter steckt. Ich meine, es ist offensichtlich. Um wieder zurück zum Richtigen zu kommen, es gibt eine Vielzahl von interessanten Geschichten rund um das alte Schulhaus. Dieser Gargoyle, gegen den ihr da unten gekämpft habt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt, wo du es erwähnst? Während wir gekämpft haben, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass es kein normales Monster ist. Es war schon fast, als ob... Richtig. Fast als wenn es kein richtiges Monster gewesen wäre, sondern ein Dämon? Vielleicht passt das Wort Fiend besser, wobei ich gerade nicht weiß, was Fiend ist. Unserer Erfahrung nach, wenn wir es alleine lassen, dann wird es sich wieder regenerieren in die originale Statue. Irgendwann. Wirklich? Ja. Und als Ergebnis davon wurde dieser Bereich immer sehr oft von Studenten benutzt, um zu trainieren.
Aber in den letzten Jahren sind seltsame Veränderungen aufgetreten. Ich habe Reports erhalten von Türen, die einfach erscheinen aus dem Nichts und irgendwelchen Stimmen aus der Dunkelheit. Ich verstehe. Also möchtest du, dass ich dort reingehe und mir das anschaue? Ob tatsächlich an diesen Reports etwas dran ist, nicht wahr? Wenn möglich, ja. Vor allem möchte ich, dass du in das Untergrundgebiet gehst und schaust, ob dort irgendwelche Veränderungen seit dem letzten Monat aufgetreten sind. Eine Aufgabe, die speziell gut für dich geeignet ist, wenn man bedenkt, dass du ja erst letztens da unten warst. Ich denke, das ist wahr, ja. Und ich würde diese Mission gerne annehmen. Obwohl, wenn dieser Gargoyle sich wieder regeneriert hat, dann könnte es ein bisschen tricky werden. Wenn das der Fall ist, dann habe ich kein Problem damit, wenn du dich umdrehst und wegrennst. Ich sollte auch erwähnen, dass ich diese Anfrage an die ganze gesamte Klasse 7 stelle. Bitte, frag deine Klassenkameraden, dir zu helfen. Ich erwarte definitiv nicht von dir, dass du alleine darunter gehst. Oh, verstanden, das werde ich tun. Wunderbar. Ich denke, das hier wirst du dann brauchen. Der Schlüssel zum alten Schulhaus. Das ist der Schlüssel zur Eingangstür des alten Schulhauses. Viel Glück dir und bitte bitte pass auf dich auf. Danke dir, Sir. Damit wissen wir alles, was wir wissen müssen, und im nächsten Part gehen wir ins alte Schulhaus und schauen uns mal so ein bisschen um, ob da wirklich Türen aus dem Nichts einfach erscheinen. Also Leute, bis dahin und ciao.